Wir sind hier auf der im Bodensee gelegenen Gemüseinsel Reichenau und betreten nun die Vermarktungshalle der Reichenau Gemüse EG. Inmitten von frischen Tomaten, Gurken, Paprika und Süßkartoffeln erwarten wir knackige Antworten von Geschäftsführer Johannes Bliesle. Herr Bliesle, als eingetragene Genossenschaft sind Sie zuständig für die moderne und faire Vermarktung von Reichenauer Gemüse. Wie genau kann ich das verstehen? Ja, also die Basis des Gemüsebaus sind traditionell unsere Familienbetriebe, die schon über Generationen hinweg Gemüse hier auf der Insel Reichenau anbauen. Aber nicht nur auf der Insel Reichenau, sondern seit über 10 Jahren bereits auch schon in den Reichenauer Gärtnersiedlungen im nahen Hegau. Sie haben sich zum Zweck einer guten und fairen Vermarktung ihrer Erzeugnisse in einer eigenen Genossenschaft, in einer Erzeugerorganisation der Reichenau Gemüse EG zusammengeschlossen und organisiert. Das unterscheidet uns auch von anderen Handelsunternehmen. Unser Reichenauer Biogemüse kommt also immer direkt vom Gärtner. Beim Gemüseeinkauf wird besonderer Wert auf Herkunft, Geschmack und Frische gelegt. Wie können Sie das garantieren? Ja, weil wir immer unser Bestes geben. Zu nennen sind an dieser Stelle die große gärtnerische Kompetenz, die moderne Vermarktung und natürlich auch unsere bevorzugte Lage als südlichstes Anbaugebiet in Deutschland. Und hier mitten im Bodensee, dem größten Trinkwasserspeicher Europas. Unsere Gärtner liefern dann das behutsam geerntete Biogemüse bei uns in der Vermarktungshalle ab. Dort wird es auf Qualität streng geprüft und danach kommissioniert, um mit modernen Kühlfahrzeugen vorwiegend im süddeutschen Raum, und zwar täglich frisch und auf sehr kurzem Wege, ausgeliefert. Da kann man ja schon ein bisschen stolz drauf sein, oder? Warum ist es so? Ja, wir sind stolz darauf, weil es natürlich auch eine lange Tradition ist. Auf der anderen Seite, aber man muss auch sagen, wir sind stolz darauf, weil wir es geschafft haben, über Jahrzehnte hinweg ein sehr, sehr hohes Qualitätsniveau zu halten. Und auch, und das ist unsere Aufgabe, unseren Gärtnern, unseren Mitgliedern auch ein entsprechendes Auskommen zu sichern. Dafür sind wir da, das ist unsere Aufgabe, unseren Job. Wir fühlen uns aber gleichzeitig auch den Kunden verpflichtet, hier ein wirklich top frisches Gemüse, ein gesundes Gemüse auszuliefern.